Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das Abgeordnetenhaus kann sich zu einer starken Verfassung bekennen, aber sollte auch hinterfragen, ob die Sicherheitsbehörden heute noch so ihre Legitimation haben. Das können wir auch ganz abstrakt machen, lieber Kollege Krestel. Sie wissen ja, der Verfassungsschutz wurde in einer Zeit gegründet, als er an Bestrebungen, so heißt es ja auch im Verfassungsschutzgesetz, angeknüpft hat, die extremistisch sind und deshalb die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden. Und das waren im zeithistorischen Sinne einfach Bestrebungen, bei denen man die Vorstellung hatte von einem Massenumsturz. Die Werkbänke werden organisiert und die Bundesrepublik West wird übernommen von irgendwelchen fremden Kräften, Spionageabwehr etc. Und das hatten wir im föderalen Unwust so drin, dass dann jedes Land seins mit dem Verfassungsschutz gemacht hat. Und ich finde, im Sinne einer effektiven Gefahrenabwehr ist die Frage, ob man dafür den Verfassungsschutz braucht, durchaus legitim. Ich meinerseits halte sehr viel davon, wenn wir sagen, wir wollen effektiv Sicherheit organisieren und die Frage, ob man den Verfassungsschutz dafür noch so braucht mittelfristig, die ist durchaus gestellt. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass heute die Rede mit den meisten latenten Unwahrheiten von der CDU kam. Herr Kollege Lenz, Sie haben nicht gelesen Seite 6 und auch nicht zitiert hier des Koalitionsvertrags, dort Zeile 152, wo wir ausführlich Stellung nehmen zum sozialen Frieden und zur Sicherheit in dieser Stadt, also einer sehr prominenter Stelle. Dort steht es, auch den Wunsch nach öffentlicher Sicherheit werden wir ernst nehmen und in mehr Sicherheit investieren. Deshalb werden wir die Polizei und Justiz stärken und spürbar besser ausstatten. Das wird sich die Koalition auch vornehmen und wir werden dazu mehr kommen, als es noch unter Ihrer Regierungszeit war. Und ehrlich gesagt, wenn man Ihren Antrag liest, dann fühlt man sich auch erinnert an die religionspolitischen Debatten hier. Ja? Oder ich als ehemaliger Messdiener an die Osternacht, wo dann das Taufbekenntnis erneuert wurde. Bekennst du dich zum Verfassungsschutz? Schwörst du ab jeglichem Extremismus? Und Sie mit Ihrem Duktus halten Sie fest an einer Behörde, die unter Druck ist und die auch reformbereit ist und die natürlich besser zusammenarbeiten muss mit anderen Sicherheitsbehörden. Und die Spitze Ihres verleumderischen Auftritts war, dass Sie völlig ignoriert haben, wer denn eigentlich die Abschaffung der Verfassungsschutzämter bzw. der Abteilung für Verfassungsschutz gefordert hat. Sehr prominent, Anfang Januar, Innenminister Thomas de Maizière, CDU. Er war es, der gesagt hat, die Landesämter für Verfassungsschutz gehören abgeschafft. Und da haben Sie sich drum rumgedrückt in Ihrem Antrag, in Ihrer Rede. Und das war schon ein Maß an Feigheit, Herr Kollege Lenz. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, also wenn Sie sich trauen, Herr Lenz, dann kommen Sie doch noch mal her. Das ist ja der erste Antrag auf Annahme einer Entschließung, der eine konkrete Behörde ins Blick fasst. Und auch da muss man Maß und Mitte bewahren. Ich kann Sie ja hier fragen, bekennen Sie sich zu einem starken Landeskriminalamt, einer Abteilung für polizeilichen Staatsschutz? Kein Wort da drin steht hier. Bekennen Sie sich zu einer starken Justiz und Justizvollzugsanstalten, in denen die Resozialisierung läuft und deswegen die Gesellschaft sicherer wird? Bekennen Sie sich zu einer starken Wohnraumversorgung, zu einer Armutsbekämpfung, die natürlich den sozialen Frieden in dieser Stadt zusammenhält? Wo sind denn Ihre Bekenntnisse zu den anderen Behörden, wo tagtäglich Tausende von Leuten einen sehr, sehr guten Job machen, obwohl sie kritisiert werden von Leuten wie Ihnen? Wo ist denn Ihr Bekenntnis, Herr Kollege Lenz? Nichts dergleichen. Und deswegen, also wenn Sie einen Ansatz von Fairness haben, dann teilen Sie gegen den Bundesinnenminister noch mal so aus, wie Sie hier gegen Linke, Grüne, Teile der SPD ausgeteilt haben. Das hätte wenigstens Anstand. Aber ansonsten bleibt Ihr Antrag nichts anderes als der Hexenhammer in heutiger CDU-Form bezogen auf den Verfassungsschutz, ältlich und ärmlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.